back from the dead. Elfter 6. 2020 und willkommen zur neuen Episode des Fortnite Daily Shops. Wir schauen mal direkt rein. Heute ist nämlich was Seltenes drin. Wir fangen mal beim Doggo erstmal an. Der ist jetzt nicht unbedingt selten, der kommt in drei verschiedenen Varianten. Hier der gute Kylo, einmal hier als Weihnachtsmann und dann nochmal, ich weiß gar nicht, was soll das sein hier? Polizist, irgendwie sowas in die Richtung, so Military, mit seinem, wo ich hier mal Edin gelesen habe, Odin heißt der. Grüße gehen raus an Edin. 1500 V-Bucks, der war vor 42 Tagen das letzte Mal drin, genauso wie den ganzen Stuff, den er mitbringt. Einmal hier der passende Rucksack zu der Pug Patrol, zu dem einen Style, dann Chewtoy dazu. So geil, das hört sich wie Bellen an. Der Schwung hört sich wie Bellen an, absolut nice. Und dann Ruff noch dazu. Nicht animiert, passt aber natürlich zum Farbstyle, zumindest vom ersten Style. Und natürlich der nochmal hier, genau, 42 Tage her. Weiter geht's mit dem Lion, also Wortspiel natürlich Lama und Löwe zusammen, wie ihr sehen könnt, zwei verschiedene Varianten. Backbling gibt's auch in zwei verschiedenen Varianten. Und das Geile natürlich hier ist, wenn ihr zwischen Harvesting Tool und Waffe wechselt, steht auch nochmal hier, dann wechselt sich der Style tatsächlich in-game, was richtig geil ist. So, das hatten wir bisher, glaube ich, nur bei der Hexe, die das mit einem Emote macht. Und jetzt haben wir das halt auch mit den Styles hier. Genauso wie Bunny Wolf, ebenfalls auch das Wortspiel hier. Bunny und einmal Wolf, richtig nice. Backbling kommt dazu, auch in zwei verschiedene Varianten. Und das ist halt auch richtig cool, dass sich das wechselt. Also, absolut nice gemacht. Kommt hier noch mit Neo Nimmel, keine Ahnung, wie man das zusammen ist, auch ein Wortspiel, Neo und Animal wahrscheinlich. Ja, Animated und Reactive auf jeden Fall. Reactive weiß ich gar nicht, worauf es Reactive ist. Vielleicht sonnenmäßig Untergang oder sowas, keine Ahnung. Könnt ihr mal reinschreiben, wer das hat von euch. Ich hab's nämlich auch, aber ich hab's irgendwie noch nicht gespielt, noch nicht drauf geachtet. Letzter Zeit spiele ich zu viel GTA RP irgendwie, dass ich hier das wüsste. Also, zuletzt drin gewesen vor 38 Tagen. Weiter geht's mit Omen und der Oracle Axe. 31 Tage her, mit dem oben natürlich mit seinem sexy Umhang, der hier total komisch aussieht. Jetzt geht er wieder richtig, genau. 2000 V-Bucks, bisschen teuer mittlerweile. Der muss auf jeden Fall mal was Neues bekommen hier, finde ich, zu 100%. Neuen Style vielleicht oder so. War zuletzt drin vor 31 Tagen. Weiter geht's mit Dynamo, 1200 V-Bucks. Die war zuletzt drin vor 29 Tagen. Dann Wild Accent ist drin. Ja, nicht schlecht. 41 Tage her. Und dann Noir. Das ist heute der seltenste Skin bzw. das seltenste Item im Shop mit seinem Backbling hier. 324 Tage her. Also fast ein Jahr her. 1500 V-Bucks. Hat auch coole Details hier, ne? Mit so einem Wanted-Ding und so. Also der ist schon wirklich cool gemacht, muss ich sagen, von den Details her. Absolut nice. Da gibt es ja auch nochmal eine andere Version von und nochmal eine Frauenversion, glaube ich, von, ne? So eine weibliche Version. Dann haben wir noch drei Emotes. Make It Rain. 500 V-Bucks. Mit ein paar Scheine im Club schmeißen. 30 Tage her. Dann Showstopper. 35 Tage her. Und dann noch Focused, finde ich auch ziemlich geil. Hat so ein bisschen was, diese 200er Emotes, finde ich absolut cool. 19 Tage her. Ja, Highlight für mich heute natürlich Lion, muss ich sagen, und Bunny Wolf. Die beiden Skins sind geil, weil die halt eben auch die Möglichkeit haben, dass man im Spiel zwei Styles im Grunde hat. Wen es nervt, ich meine, es kann schon nerven, vor allem die Leute, die schnell immer Pickaxe und Waffe wechseln, da gibt es ja einige von euch da draußen, da kann das schon nervig sein, das kann das schon triggern, das kann ich verstehen. Deswegen vielleicht für die Leute nichts, eher für die anderen Leute und ist auf jeden Fall das Highlight. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, was euer Highlight ist und was ihr im Shop geben würdet. Ich gebe dem Shop heute mal eine 6 von 10. Ich finde den ganz nice eigentlich, muss ich sagen. Zumindest die Emotes sind ganz cool. Ein seltener Skin ist drin und das Set hier ist auf jeden Fall richtig geil. Doggo ist natürlich Geschmackssache, muss man wissen. Supporten könnt ihr mich auf jeden Fall mit dem Creator-Code, wenn Snipes, so oder so. Like und Sub, freue ich mich auch immer drüber und dann hören wir uns morgen wieder. Also bis dahin, ciao, ciao.